Hallöchen! So, jetzt sehen wir am PC uns wieder. Jetzt geht es um das Hochladen und die ganzen Geschichten, was ich ja erzählt hatte. Ich hoffe, die Tonqualität ist soweit in Ordnung und ja, also es wird jetzt kein Tutorial irgendwie, wie man oder ein Tutorial über Schnittprogramme oder irgend sowas, sondern nur die grundlegenden Dinge. Die sind ja eigentlich bei nahezu jedem Programm gleich. So, ich nutze jetzt hier Adobe Pro CC. Ja, ihr seht, ich habe in die Timeline schon die Clips eingefügt. Ich habe hier einen Clip aus dem Sommer, den habe ich noch nie veröffentlicht. Werde ich glaube ich auch nicht. Ich nutze es jetzt nur für das Video. Da habe ich einen kleinen Flug mit dem Quadrocopter über dem Garten gemacht. Das hört ihr jetzt hier so ein bisschen, ist ein bisschen laut. Ja, das werde ich aber im Nachhinein da. Also für mich ist es jetzt ziemlich laut. Ich mache mal hier ein bisschen leiser. Mache ich dann im Video wieder ein bisschen leiser. Auf jeden Fall. Ja, ihr seht, ihr habt das hier ist das Intro. Das habe ich hier schon eingefügt und das ist der Clip, den ich bearbeiten will. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr setzt das Intro direkt an Anfang. Oder ihr redet erst am Anfang, macht dann das Intro, wie ich es manchmal mache. Das ist Geschmackssache, wie ihr wollt. Ich mache es jetzt hier mal ganz am Anfang von der Timeline. So, jetzt haben wir ja hier, ihr seht, warte, ich lade den Clip mal, oder ich spiele ihn mal ab. Ihr seht jetzt hier, ich mache die Kamera an, laufe dann weg, mache erst dann den Quadrocopter an. Das können wir natürlich alles rausschneiden, wenn wir das wollen. Da haben wir hier so eine Rasierklinge, das ist im Prinzip bei jedem gleich. Diese Rasierklinge ist nahezu bei jedem Programm. Das ist jetzt bei jedem Video im Prinzip gleich, ist auch bei Tischvideos so immer, wo ihr die Kamera anmacht, das will kein Mensch sehen, das könnt ihr wegschneiden. Das sind meistens so ein paar Sekunden, das schneidet ihr einfach weg, dann sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Dann fügen wir das hier am Anfang und dann sehen wir jetzt hier das Intro. Und dann fängt das so an. Jetzt kann man hier noch eine Überblendung reinmachen, aber darum soll es uns heute gar nicht gehen. Das sind Sachen, die lernt ihr mit der Zeit dann dazu. Hier geht es wirklich nur um die Grundlagen. So, jetzt gucken wir uns den Clip mal an. Das hebe ich hier ab. So, und jetzt nehmen wir mal an, meinetwegen, ihr wollt erst ab einer stabilen Fluglage das Video haben. Macht ihr einfach euch hier irgendwo wieder einen Punkt, markiert das Ganze, löscht das Ganze, fügt das dann wieder vorne hinzu und schwuppdiwupp ist das dann schon in der Reihenfolge. Dann kann man natürlich das Ganze noch, was weiß ich, mit Musik unterstreichen oder was auch immer. Das will ich aber heute jetzt hier eigentlich nicht zeigen. Mir geht es eigentlich nur um die prinzipiellen Sachen, wie es aussehen sollte. Wie gesagt, das am Anfang, wo ihr die Kamera anmacht, das kann weg. Das Gleiche ist dann natürlich meistens auch noch am Ende. Ich stehe auf dem Dach vom Garten. Ihr seht, da stehe ich. Ich sage jetzt, hier soll jetzt das Ende hin. Zack. Und schwuppdiwupp ist hier das Ende. Sehen wir, ich fliege hier ein bisschen rum. Jetzt könnte man natürlich hier so ein paar Sachen in Zeitlupe machen. Nehmen wir es mal an. So, das Stückchen. Dann macht ihr zwei Cuts, setzt dann die Sache ein bisschen weiter hinten und macht dann hier die Sache ein bisschen verlangsamt. Das geht bei Adobe Pro natürlich ziemlich einfach. So könnt ihr die Sachen in der Länge kürzen, wie ihr das Ganze wollt. Geschwindigkeit kann man jetzt das Ganze hier noch anpassen. Das ist jetzt 100%, ist natürlich normal. Wenn wir jetzt 200% geben, ist das Ganze natürlich dann schneller. Und das Ganze jetzt abspielen. Ist das Ganze natürlich total schnell. Wenn wir das Ganze in Zeitlupe wollen, machen wir es meinetwegen 50. Und wenn wir dann abspielen, ist das Ganze in Zeitlupe. So einfach ist das im Prinzip.
das löschen wir jetzt raus, das fügen wir hier wieder an. Und so macht ihr das eigentlich bei jedem Clip, den ihr habt, wenn ihr jetzt irgendwo nicht redet oder irgendwas oder euch versprecht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei dem Satz, hallo, heute geht es um, und dann habt ihr einen Cut drinne, lasst die Kamera einfach weiterlaufen und fangt dann nochmal neu an, wenn das am Anfang ist jetzt zum Beispiel. Dann schneidet ihr das bei der Nachbearbeitung raus und alles ist gut. So viel im Prinzip dazu. Wenn ihr jetzt mit dem Clip zufrieden seid, dann rendert ihr das Ganze. Das ist jetzt hier zum Beispiel bei Exportieren, Medien. So, es gibt der Sache hier zum Beispiel Namen, nennen wir jetzt einfach mal Tests, Video, YouTube, was weiß ich. So, jetzt haben wir den Speicherort definiert und den Namen. Format hatte ich ja schon mal angesprochen, H.264 mit einer hohen Bitrate. Hier sehen wir zum Beispiel die Ausgabe, also so wie ich es jetzt rendere, wären es 60 FPS mit 12.000 maximale Bitrate. Das reicht vollkommen aus. Die Quelle, wie ich es aufgenommen habe, sind auch Full HD mit 60 FPS. Bitrate steht jetzt hier nicht. Ihr könnt aber hier dann noch auswählen, ob das Full HD sein soll oder nicht. Welche Framerate könnt ihr hier einstellen natürlich. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das könnt ihr bei den meisten Programmen, hier unten kann man dann die maximale und Zielbitrate. Ich hatte ja gesagt, bei solchen bewegten Bildern ist es am besten, ihr macht so maximal 25 und minimal 20. Dann sieht das Ganze schön flüssig aus. Die Datei wird dadurch natürlich etwas größer, aber das muss man halt in Kauf nehmen, wenn man vernünftige Videos machen will, dass das Hochladen dann auch ein bisschen länger dauert. Dann würdet ihr es hier bei Premiere Pro auf Exportieren drücken und dann rendert das Ganze durch. Wenn ihr dann soweit seid und das Ganze habt ihr es gerendert, dann geht es um das Thumbnail. Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass das wichtig ist. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein Test-Thumbnail für euch erstellt. Wenn ihr jetzt Photoshop ist das jetzt hier, geht ihr einfach auf Neu. Setzt das Ganze auf Pixel und dann macht ihr bei Thumbnails sind es immer 1280 in der Breite und in der Höhe 720 Pixel. Das ist die Größe, die YouTube definiert hat. Die müsst ihr auch verwenden, wenn ihr nämlich kleiner oder größer macht. Größer geht glaube ich gar nicht und kleiner habt ihr dann so einen hässlichen schwarzen Rand. So, jetzt tippt ihr hier einfach ein, um was es sich handelt, zum Beispiel. Ich habe jetzt hier als Hintergrund nur mein Background genommen von meinem Banner. Wie gesagt, ihr schreibt jetzt hier einfach rein, wie jetzt, wenn es um das Video geht, meinetwegen Copter, Flug. So, dann hatte ich ja euch gesagt, macht das am besten in einer grellen Farbe. Rot ist natürlich sehr gut, müsst aber nicht rot nehmen, ihr könnt zum Beispiel das Grün nehmen. Dann fällt das Ganze natürlich auf. Wenn ihr jetzt nur so einen schwarzen oder so ein kein Bild als Hintergrund habt, könnt ihr das Ganze natürlich noch schön groß ziehen, dass man das Ganze auch gut erkennt. So, und das war's dann im Prinzip schon, da geht ihr einfach auf Speichern unter. Setzt dann natürlich JPEG, geht natürlich am besten, definiert wo es hin soll, gebt den Ganzen einen Namen, samt eine Vorlage wird es jetzt bei mir heißen, geht auf Speichern und die ganze Sache ist durch. So, wenn ihr jetzt das Thumbnail auch fertig habt, dann geht es jetzt natürlich, ich mache hier mal im Hintergrund schnell alles zu, dann geht es jetzt natürlich ums Hochladen. Das zeige ich euch natürlich auch nochmal schnell. Ihr geht auf euren YouTube-Kanal, auf Hochladen, ist ja bekannt eigentlich. Dann klickt ihr auf Datei auswählen. Ich nehme jetzt mal, nehme jetzt einfach mal das Intro. Ihr nehmt natürlich euer fertiges Modell. Dann könnt ihr hier natürlich auswählen, öffentlich, nicht gelistet, privat oder planmäßig. Okay, das lädt jetzt hier ziemlich schnell hoch. Scheiße. Machen wir das Ganze mal jetzt auf privat. Dass jetzt nicht noch ein Video auf meinem Kanal erscheint. Ja, also wie gesagt, öffentlich, dann das heißt, dass es sofort online ist. Nicht gelistet heißt, dass es niemand sieht, der keinen Link hat.
privat heißt, dass es nur ihr seht und planmäßig, dann könnt ihr einen Tag auswählen, zum Beispiel es soll morgen um 9.30 Uhr online sein, drückt dann auf Änderung vornehmen und dann ist das an diesem Tag auch online um diese Uhrzeit. Dann könnt ihr natürlich noch eine Playlist erstellen, habe ich ja gesagt, das ist wichtig, ihr seht hier meine Playlists. Dann könnt ihr das hier irgendwo hinzufügen, macht da einfach so und fertig ist das. Dann ist das in der Playlist hinzugefügt und ihr habt keine Probleme. So, dann kommen wir zu den Thumbnails. Hier könnt ihr jetzt Thumbnails definieren. Schade, ich habe es jetzt nicht gespeichert. Aber hier wird das jetzt auftauchen, das Thumbnail, was ihr euch erstellt habt als JPEG. Und dann habt ihr, würde das so aussehen, hier mit so einem roten Rand, wenn ihr das hier hochgeladen habt, nur hier auf der Seite. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Dann der Titel. Hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Der Titel ist wichtig. Wir hatten jetzt unser Thumbnail, hatten wir ja genannt, Kopterflug, also nennen wir das ja auch Kopterflug. Garten zum Beispiel. Das reicht für, das ist eigentlich alles gesagt. Ihr fliegt mit einem Quadrocopter und ihr seid im Garten. So, fertig. Jetzt haben wir hier natürlich, das lösche ich mal eben, das sind meine vorgeschriebenen Dinger. Jetzt schreibt ihr hier, hatte ich ja euch gesagt, da drückt ihr einfach, ihr kopiert euch das Zeug hier rein, Kopterflug, und dann schreibt ihr es noch hin, Blade 350 QX 2 Version 3.0 Gartenflug steht ja schon da. Jetzt könnt ihr hier eure Links reinpacken. Und was weiß ich, Link, Instagram oder wie auch immer. So, jetzt habt ihr das soweit fertig. Jetzt kommen wir zu den Tags. Hatte ich ja auch gesagt, dass sie auch eine wichtige Rolle spielen. Da machen wir jetzt auf jeden Fall rein Blade, dann Copter. Dann schreiben wir rein euren Kanalname, also The German Sea Channel. Dann schreiben wir natürlich noch rein Blade 350 QX. Der Blade ist von Horizon, also können wir auch noch Horizon reinschreiben. Horizon Hobby. So, dann könnt ihr natürlich noch Garten, dann könnt ihr den Ort noch reinschreiben, wir nehmen jetzt einfach mal Berlin, dann könnt ihr noch Flug reinschreiben, dann könnt ihr noch reinschreiben, dass es mit der GoPro aufgenommen wurde, dann könnt ihr noch reinschreiben, keine Ahnung, Sommer, oder was weiß ich, oder wenn es jetzt, wenn es ist jetzt ohne Sprache, das heißt, ihr könnt ja, das kann sich ja jeder in jedem Land einsehen, also könnt ihr auch zum Beispiel es englische Wörter nehmen, Summer, Fly, falsch geschrieben. Und das macht ihr jetzt so lange, bis irgendwann hier oben, wenn ihr auf Änderungen speichern geht, dass nicht mehr dass hier oben ein Fehler steht, dass es zu viele Tags sind. Und dann ist das Ganze öffentlich. So einfach ist das. Im Prinzip. Das war die ganze Geschichte. Wenn ihr das jetzt hochgeladen habt, müssen das natürlich auch Leute sehen. Da macht ihr es ganz einfach. Wie gesagt, unsere Gruppe, die RC Modellbauer. Diskussion eröffnen. Schreibt ihr rein. Meinetwegen Kopterflug im Garten. Schaut selbst, meinetwegen. Oder schreibt, wenn ihr jetzt einen neuen Kanal aufgemacht habt, im Garten, eure Meinung bitte oder sowas. Und dann den Link von eurem Video. Ups. Dann natürlich den Link von eurem Video. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Das ist das ganze Geheimnis. Tja, ich hoffe, euch hat es geholfen. Ich verabschiede mich jetzt und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch bitte, Kommentare und ja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal und ciao!